Die Piratenpartei zieht mit der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen in den Wahlkampf. Das beschloss der Bundesparteitag im bayerischen Neumarkt, ließ die Höhe des Grundeinkommens aber offen. Weitere Punkte des Wahlprogramms sind bundesweite Volksentscheide und ein öffentlicher Nahverkehr, der ganz aus Steuern finanziert wird. Gestritten wird noch über den Vorschlag, künftig nicht mehr auf Parteitagen abzustimmen, sondern im Internet. Noch ein bisschen schlapp hängen sie herunter, die Segel des Piratenflaggschiffs. Jetzt will die Protestpartei wieder Fahrt aufnehmen, am besten durch Abgrenzung. So beschließen die 1200 Basispiraten diszipliniert einen Punkt nach dem anderen für das Wahlprogramm. Darin stehen jetzt Stopp der Datensammelwut, bundesweite Volksentscheide, kostenloser Nahverkehr und ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Was ich mir wünschen würde, wäre eine schrittweise Einführung von 1 bis 200 Euro monatlich Sockeleinkommen, dass man dann vielleicht hochfährt bis 400 Euro Grundeinkommen, aber das auch noch an Bedürftigkeitsprüfung, was das Wohngeld angeht, koppelt. Und damit haben sich die Piraten von ihrer Forderung von 1000 Euro Grundeinkommen verabschiedet. Festhalten wollen sie aber an ihrer Streitlust. Zur Stunde debattieren sie grundsätzlich eine ständige elektronische Mitgliederversammlung als Mitmachelement für alle zwischen den Parteitagen. 13 Varianten der SMV stehen zur Abstimmung. Es gibt Dinge, da wollen Menschen einfach gehört werden. Und wir müssen alles daran setzen, dass Menschen, die sich für Politik, für Demokratie, für dieses Land interessieren, auch an diesem Entscheidungsverfahren beteiligt werden können. Es gibt einfach bestimmte Regeln in einer Demokratie, zum Beispiel, dass ich meine Stimme abgeben können muss, ohne dass nachvollziehbar ist, dass das meine Stimme war, weil ich Repressalien fürchten muss. Und das kann ich über eine SMV oder in einer SMV nicht mehr gewährleisten. Dicke Luft bei den Vorsitzenden. Doch Piraten sind kein Kuschelverein. Und mit dem Wahlprogramm spüren sie Rückenwind für ihr Flaggschiff mit Kurs auf die Bundestagswahl.